Willkommen zu The Walking Dead, diesmal Staffel 3. Ich hoffe dieses Mal mit weniger emotionaler Folter, so wie die letzten Kapitel, die wir erlebt haben bei Staffel 2, falls ihr das gesehen habt, falls nicht, solltet ihr es angucken oder ihr guckt das hier an und dann, kontextlos geht bestimmt auch, damit kommt ihr klar. Ich bin gespannt, wie das hier laufen wird. Der dritte Teil war nicht einer der Favoriten von der Community. Wir sehen, was ihr davon haltet. Ich meine, hier unten stand gerade, werdet Teil der Community. Werdet ihr Teil der Community? Werdet ihr es nicht? Wir werden es sehen. Also wollen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden. Dieses Mal wird es nicht um Clementine gehen. Schon als kleine Vorwarnung. Hier unten seht ihr gerade diese Gruppe. Wir werden diesen Mann hier vorne spielen. Nicht Clementine. Leider. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt ist. Was wir davon halten werden. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Javier oder so? Ich habe mich ein bisschen belesen. Und dann... Tja, sollten wir einfach mal loslegen, würde ich sagen, oder? Anstatt viel zu reden, fangen wir einfach mal an. Ah, unser guter Ladebildschirm. Wir haben ihn vermisst. Nicht wirklich. Im letzten Teil ist er die ganze Zeit festgegangen. Da ist immer das kleine Kreischen, das sich gedreht und in der Mitte ist er einfach stehen geblieben. Da musste ich immer ewig warten und ich dachte einfach, oh, muss ich mein Spiel neu starten? Ich habe mein Spiel bestimmt 5-mal neu gestartet, bevor ich rausgefunden habe, dass ich einfach warten musste. Diesmal mache ich den Fehler nicht nochmal. Diesmal bleibt ihr hier mit mir und seht euch diesen grauenvollen Ladebildschirm an, dass er ewig dauert, bis er mal weitergeht. Na komm. Dankeschön. Ja, deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Wir haben schon festgestellt, es stimmt so zu 40% vielleicht. Oder 30. Keine 100%. Hey. It's time. Get over here. Alright, I'll start packing up. Now, Javi, you need to hurry. Look, I'm not giving you shit. Okay? I'm just... You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but... You need to fucking be here when he goes. I know. All right, I'm still on my way. Wir sind also auf dem Weg zu unserem sterbenden Vater. Kein Wunder, dass wir rennen. Warum sitzt denn du hier draußen mit dir, wenn dein Vater drin ist und stirbt? Solltest du nicht mit ihm reden? Oder ist es schon vorbei? Haben wir schon verpasst? Hey, David, I had to leave my car. It's traffic. It's backed up for miles. He's dead. Wir haben es verpasst. Ich fasse es nicht. No, no, I tried. You're a piece of shit. You know that? One time, just the one goddamn time that you needed to be here. Ich habe versucht herzukommen. I tried. Please, I tried. Oh, you tried. You fucking tried. Das fängt ja schon mal toll an. Jedes Mal mit Schlägen im Gesicht. Been here for days. And where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him, all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes, and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? Mein Gott, wir sind wirklich ein richtig schlechter Sohn, oder? Right beside him, holding his hand. Er ist ohne uns gestorben. Like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. Und wir waren nicht da. You don't think there's a million places we'd rather be? He was my dad too, all right? I mean, you're not the only one dealing with this. And what a fine son you turned out to be. Uncle Javi? Why are you fighting? I could hear you from inside. Yes, what's going on? We were just, talking, Gabriel. Right. Your uncle and I are just... having a little chat. Ja, ich glaube nicht, dass das Kind so blöd ist, um das nicht zu verstehen. Go inside, Mijo. We'll be in a minute. Okay. Go on. It's okay. Ja, es inside. Ist in Ordnung, Gabe. Wir unterhalten uns nur. Naja, unterhalten in Anführungszeichen. Wir fangen also an mit einer sehr verstreuten Familie. Ja, wir nehmen da seine Hand. Dass er wütend war, war irgendwie gerechtfertigt. Ich meine, wir waren nicht da, als der Vater gestorben ist. Wir sind schon ein richtig schlimmer Sohn, dass wir nicht Tage vorher schon angekommen sind. I should call someone. Pick up the body.
Yeah. Können wir endlich reingehen? Sollten wir nicht zu seiner Mutter gehen und sie trösten oder so? I love you, little brother. You know that, right? With everything going on. Ja, ich weiß es. I know. Ich meine, keine Ahnung, ob wir es wissen. Wir kennen die Familiendynamik noch nicht. Aber es hat schon mal nicht gut angefangen. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. Versuch ein bisschen netter zu sein. You want me around more? Fine. But goddamn, are you still one raging asshole? You know that? You can call me whatever you want. As long as you're here to do it to my face. Javi. Kate. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Ist das unsere Freundin? Thank you. Oder unsere Frau? Let's go inside. Your mom needs you. Oder unsere Schwester? Wer ist sie? What happened? Na, was wohl? Come on. Ich glaube, sie kann sich das schon denken. Übrigens fühlt sich das gerade sehr unreal an. Das fühlt sich nicht an wie The Walking Dead, weil wir Clementine nicht haben, Kenny nicht haben und die Grafik ganz anders aussieht. Das ist so nicht The Walking Dead gerade. Das, okay, das ist ein bisschen seltsam. Müssen wir uns erstmal noch dran gewöhnen. Ist das unsere Mutter oder... Das ist unsere Mutter. Mama. Where were you? I tried. I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, Mama. Wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wir müssen jetzt damit leben, dass wir uns nicht mal verabschieden konnten. Telltale present. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Ist das jetzt der Anfang? Das ist wieder wie bei Lee am Anfang, der Anfang der Apokalypse. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. Wir sollten es ihr sagen, oder? You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Beepo's awake. Was? Ist er der Erste in dieser Familie, der sich verwandelt? Oh, wir sind also ganz am Anfang. Das ist der erste Zombie-Fall für die Leute hier. Und das auch noch mit dem sterbenden Vater. Das ist furchtbar. Rafa. ¿Cómo es esto posible? Pass ihn nicht an. Oh Gott. Er zieht ihn weg, los. Schnell, beide. Bindet die irgendwo an oder so. Ich meine, die wissen ja noch nicht, dass es Zombies gibt. Papa, Papa, cálmate. Soy yo, David. Estás en tu casa, cálmate. Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mama. Lass es nicht durcheinander sein. Nimm die Hand weg von seinem Mund. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat jetzt Gesicht gebissen. Okay. Ich dachte, er hat die Hand. David! Schlag ihn. Es tut mir leid, das ist mein Vater, aber schlag ihn.
Das hat funktioniert? Hat er ihm auf den Kopf geschlagen oder wie? We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabriel, where's your sister? Keys. Where das wird nichts mehr mit dem Krankenhaus und das wird auch nichts mehr mit ihr. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana. ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Habt ihr schon ihr Zimmer geguckt? Oh, und dann... Come on, honey. We have to go. No, no, no! Bitte sei jetzt keine zweite Sarah. No! It's okay. County General Hospital. I know the way. Er wird gebissen. Oh, das wird nicht gut enden. Bitte verwandle dich nicht super schnell. Warum war das so blau? Habt ihr das gesehen? Das war so bläulich. Der Mann hat blaues Blut. Er ist kaltblütig. Oh Junge, das kann nur schlecht enden. Alle im Auto mit jemandem, der gebissen ist. Ich hoffe, es ist keiner von denen, der sich schnell verwandelt, sondern er braucht eine Weile. Gut, dass wir hier nicht in, wo war das? 28 Weeks Later sind, genau. Das wäre, das wird sehr lange. Wow, sind das viele. Oh ja, hi. Schöne Szene. Oh, die Gegenwart. Ach, wir haben gerade die Vergangenheit gesehen. Das war ein Flashback. Oh. Tell me when it reaches the campfire. Also fangen wir doch nicht ganz vorne an. Vielleicht sollten wir gehen. I think we should probably get going. Ich meine, es sind sehr viele. I just need to know how fast they're moving. Damn it. I left my water bottle. Ernsthaft? Kurt just got there. Just under Wieso vergisst er sein Wasser? Das ist eines der wichtigsten Sachen in der Apokalypse. Du lässt es dann liegen, wenn ihr ein Experiment mit Walkern macht? Wie schlecht. Gut, dass wir ihn wahrscheinlich jetzt spielen werden, so wie es aussieht. Dann kann er nicht so ein Idiot sein. Oh, der Mann war erstaunt. Kiefer ganz weit unten auf dem Boden. Looks like the herd is speeding up a little. I thought it was drifting southwest, but I'm not sure anymore. Every time I think we should just bed down somewhere and wait for it to pass, I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. It just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse. Makes it feel like we're in control. Was wäre trotzdem nett anzuhalten? It'd be nice to stop. Einen Platz zu haben. We've been on the move a while now. I don't know. It feels risky. Well, not if we find somewhere secure. We'll figure it out. We always do. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. Vielleicht die Kinder nicht. Wir sollten eigentlich nicht rauchen. Erst recht nicht, wenn die Kinder mit dem Auto sind. You really think we should be smoking now? Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Was hat das beides mit Geruchssinn zu tun? Dann sei wenigstens vorsichtig. You want some? Nein, danke. Nah. No, thanks. Lieber nicht. One of us should be sober. Don't judge me. Ja, mach du mal, ich verzichte. Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Ach so, also die beiden sind nicht zusammen. He was reassuring, but yeah, I could tell he was worried about it. Das ist die Frau von seinem Bruder. I knew he'd try to get me to change. Und die Stiefmutter von den beiden Kindern. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know?